Herzlich willkommen zu meinem Video aus der Reihe Scratch Kara. In meinem sechsten Video möchte ich ja zeigen, wie man Karas Welt, Karas Bühne befüllen kann. Und dazu gibt es hier entsprechende Schaltflächen. Das heißt, ich kann mir dann diese drei Objekte, die man in Karas Welt eben noch verwenden kann, dann da hier platzieren. Ich zeige es gleich mal am praktischen Beispiel. Hier haben wir Kara, ich kann draufklicken mit der linken Maustaste, diese gedrückt halten und dann verschieben und kann hier dann, wenn ich hier zu diesem entsprechenden Objekt gehe, jetzt ist hier dieses X entsteht dann, kann ich das hier nehmen, klicke dann wieder drauf und kann es dann auf der Bühne in seiner Welt, kann ich das Ganze dann anbringen. Das gleiche gilt dann natürlich auch hier für den Fliegenpilz. Gleiches gilt hier auch natürlich für die Kleeblätter. So kann ich mir dann Karas Bühne, Karas Welt dementsprechend dann einrichten und dann ein Programm dafür dann schreiben. Wie diese Programme geschrieben werden, wirst du dann gleich später erfahren.